möchten Sie ihn noch mal sehen, bevor... Sie wissen schon. Ja. Bitte mal öffnen. Brian? Wer ist das? Genau das habe ich mich auch gefragt, als mein Vater starb. Ich habe gedacht, wer ist dieser Mann? Nein, Brian. Wer ist das hier in dem Sarg? Denn das ist nicht mein Vater. Sind Sie sicher? Wollen Sie damit unterstellen, ich wüsste nicht, wie mein Vater ausgesehen hat? Nein, allerdings wird man manchmal blind vor Trauer. Sehen Sie sich die verdammte Leiche mal an, Mann! Oh, shit. Das da drin ist Jackie Chan! Okay, hören Sie... Kommen Sie, Brian! Sie wissen, wie mein Vater ausgesehen hat. Wir sind heute etwas durch den Wind. Sowas passiert uns praktisch nie. Passiert euch praktisch nie? Hab ich das laut das gesagt? Das ist doch hier nicht Burger King, wo einfach mal eine Bestellung schief geht. Beruhigen Sie sich, ich habe so eine Ahnung, wo er sein könnte. Eine Ahnung? Wenn mein Dad nicht in einer Stunde in diesem Sarg liegt, dann nehmen Sie seinen Platz ein, verstanden? Keine Sorge, Sie bekommen ihn zurück. Das verspreche ich. Da gibt's nur ein oder zwei Möglichkeiten. Ich denke, es ist die zweite. Hört zu, alles klar, Jungs. Wir packen hier ein. Sarg schließen. Los geht's. Verschwinden wir hier. Augenblick noch, bevor wir fahren. Schon gut. Wer hat meinen Schlüssel? Nein, die sind im Wagen. Immer lasse ich die verdammten Schlüssel im Wagen. Gehen wir, Jungs, der Schlüssel steckt. Wenn's dich so nervt, warum bist du dann überhaupt mitgekommen? Du weißt, wieso. Ich hasse Beerdigung. Da geht's immer nur um Tod, Tod, Tod. Ich denke, es geht nicht darum, dass irgendjemand Beerdigungen toll findet, Norman. Vermutlich nicht. Wenn's bei mir mal soweit ist, möchte ich keine normale Beerdigung. Da soll mein Leben gefeiert werden. So wie bei Anna Nicole Smith oder Richard Nixon. So wie bei den Großen und Mächtigen. Meine Beerdigung soll ein ganz trauriger Tag sein. Die Börse sollte in den Keller rauschen, die Fabriken sollten schließen und die Frauen auf den Straßen weinen. Das fände ich okay. Eine Sonnenfinsternis wäre nicht verkehrt. Ich glaub's ja nicht. Was denn? Rauchst du immer noch, obwohl das anerkanntermaßen ungesund ist? Ach komm, Norman, hör auf, okay? Du hast früher auch geraucht. Wir haben zusammen geraucht. Früher habe ich mir in die Hosen gepisst. Das mache ich auch nicht mehr. Ich habe genug Probleme am Hals. Da muss ich mich nicht auch noch um deine Raucherei kümmern. Norman, was hast du denn für Probleme, Mann? Habe ich dir schon gesagt. Mein Ausschlag. Benutze in Zukunft Kondome, Papa. An meiner Hand, Alter. Trotzdem solltest du Kondome benutzen, Norman. Das ist der erste Schritt zur Selbstverteidigung. Dieser Scheiß ist nicht normal. Siehst du an? Fuck, das ist kein Ausschlag, Mann. Was soll das sonst sein? Keine Ahnung, aber das ist extrem fleckig. Fleckig? Mhm. Ich hasse alles Fleckige. Ich werde draufgehen, ich werde verrecken. Quatsch. Und ich bin so verdammt jung. Die haben die falsche Leiche gebracht. Schatz, hörst du mir zu? Die haben die falsche Leiche gebracht. Oh mein Gott, und wissen die, wo dein Dad ist? Sie sind sich nicht sicher. Ich hab's dir gesagt. Ich hab gesagt, geh nicht zu den Marshalls, aber nein, es sollte ja in der Nachbarschaft bleiben. Fang nicht wieder damit an, nicht heute. Ich hab schon genug damit um die Ohren. Dad wollte, dass die Trauerfeier zu Hause stattfindet. Also, was soll ich machen? Der Tod ist mein Leben geworden. Baby, nein! Das ist doch nicht wahr. Mom hört nicht mehr auf zu heulen. Ryan war auch keine Hilfe. Als ob er das je gewesen wäre. Außerdem habe ich auch noch den Stress mit der Grabrede. Ich bin sicher, es wird die beste Grabrede, die jemals gehalten wurde. Darum geht's nicht. Alle werden doch bloß denken, wieso hält Ryan nicht die Grabrede? Tritt beiseite und überlass dem Fachmann die Worte. Selbst ich werde das denken. Dann lass ihn doch die Grabrede halten. Du hältst Ryan auch für den Geeigneteren? Nein, ich wollte damit nur sagen... Du wolltest doch sagen, du möchtest, dass Ryan die Grabrede hält. Nein, du bist der Ältere, also... Ich soll also die Grabrede nur halten, weil ich alt bin? Aaron, komm wieder runter. Ich finde, dass du mindestens genauso gut schreiben kannst wie dein Bruder. Du solltest nur mal irgendwem dein Buch zu lesen geben. Es ist noch nicht fertig. Na schön. Aber vergiss nicht, nächste Woche bringen wir das mit dem Haus unter Dach und Fach. Ich weiß. Ich meine, ich liebe deine Mom, aber ich würde jetzt gern bald ausziehen. Ich weiß, Engel, aber wir müssen erst mal den Tag heute überstehen, ne? Da hast du recht. Ich weiß, das ist hart für dich. Aber das ist der letzte Tag meines Zyklus. Und ich bin 37 Jahre alt. Wir müssen es also versuchen. Verstehst du? Wir sollten es tun. Wenigstens einmal heute, ja? Baby. Ja? Du musst deinen Zyklus erstmal wieder runterfahren. Fürs Erste, nur vorerst. Können wir nicht wenigstens erstmal die Leiche suchen? Thank you.